komischen Schwämme. Und ja, das ist meine neue Ansage. Ihr schwabbeligen Schwämme. Ja, das wollte ich sagen. Hey, ihr schwabbeligen Schwämme. So. Und willkommen zurück zu The Earthbound of the Earthbound. Ja. Wir sind da, wo wir aufgehört haben, mit der nervigen Biene. Wir reden jetzt mit der. Du hast schon Hunger? Möchtest du Kacke? Ich will keine. Oh, ja, weil wir ja eingestellt haben. Lieblingsessen. Poki, du magst Kacke nicht, oder? Schade. Jeder mag Kacke, ich meine. Okay. Oh, ich hab daneben geklickt. Ja. Ich will nicht mehr nach draußen gehen. Mir doch egal, wenn ich mich für einen Stern. Ja, okay. Ja, dann gehen wir raus. Aus dem Haus. Mit der Maus. Like a Maus. Ich reime wie die Schleime von deinen. Ja. Hey, Name. So, du willst also ziellos herumwandern? Glaubst du nicht, wir sollten uns darauf konzentrieren, Picky nach Hause zu bringen? Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. So wie ein Pädophiler. Wie der Pädophiler auf dem Berg. Aber na gut. Yeah! Oh! Wow, was zum Teufel ist das? Die hat sich zu viel geschminkt. Ich werde mir eine gemeine Strafe ausdenken müssen. Sie sagt mir das gleich. Okay. Was ist PSI? Achso, das sind ja diese Zaubersprüche da. Oder wie? Entschuldige, dass meine Kinder dir so viel Stress machen. Ihr beide seid jetzt fällig. Ja, dann verfolgen wir sie mal. Wir wollen doch die Kinderpornografie sehen, oder etwa nicht? Was? Ach ja, ich wäre glücklich, wenn du bald gehen würdest. Ich habe deine Familie nebenan satt. Wir haben deinem Vater zu viel Geld geliehen. Es waren wohl 100.000 Euro oder mehr. Naja, vielleicht war es auch weniger. Aber wegen diesem Kredit lebt meine Familie jetzt... Ja, in Armut, genau. Sehe ich. Mein Mann ist so gut zu den Kindern. Naja, die Guten werden siegen. Das ist unsere Familiengeschichte. Das muss ein Mistkeeper sein. Dich mache ich kalt. Nein, nein. Nein, ich bring dich um. Du hast meinen Freund getötet. Ja, du aber nicht. Ich bin viel schwächer, als ich dachte. Du musst jetzt deine Reise antreten. Bis bald. Ja, das war dramatisch. Oh, warte noch kurz. Hör dir meine letzten Worte an. Um Gygas zu besiegen, musst du deine Kraft mit der des Planeten vereinen. Die Erde wird deine Kraft sammeln und vervielfachen. Du musst 8 Orte besuchen. Beanspruche diese für dich. Beanspruche nicht Bienensprüche. Jeder dieser Orte ist dein Heiligtum. Einer liegt nahe Onnet. Er heißt Riesenfuß. Gehe zuerst dorthin. Verstehst du? Ja, ja. Nun gut. Du bist ein sehr intelligenter junger Mann. Naja, das stimmt nicht wirklich, aber okay. Aber danke. Und, oh, die Schmerzen. Alles wird dunkel. Bevor ich vergehe, will ich dir etwas geben. Das ist der Melodienstein. Du kannst die Melodien der 8 dein Heiligtum damit aufnehmen. Der 8 dein Heiligtum und im Stein aufbewahren. Es ist ein toller Gegenstand. Ach ja, ich bin fast tot. Aber willst du die Geschichte? Nein, will ich nicht. Gut, ist der Matt bereits draußen. Aber mich kümmert das nicht mehr. Ich schwinde schnell. Okay. Name erhält Melodienstein. Lebe wohl, mein guter Freund. Okay, wir gehen jetzt zu den hoch und schauen die Kinderpornografie an. Hallo, du bist ja gar nicht nackt. Mein Vater hat's mir gezeigt. Ja, ich habe mir schon gedacht. Er sagte, ich kriege in den nächsten Jahrzehnts keinen Nachtisch mehr. Das kann man
Okay, in dem Sinn, wie ich es gemeint habe mit der Kinderpornografie. Nachtisch, er hat's mir bis. Ja. Ich meine ja nur, ich werde ja nicht mehr zum Meteoriten gehen. Oh. Bist aber ein ganzer böser Schlingel. Okay, und der Papa sitzt wieder am Couch. Papa, du sitzt wieder am Couch. Wir waren jetzt die ganze Nacht bei den. Bei den nicht ganz so nackten Menschen, wie ich dachte. Ja. Ich mach vielleicht einen Ton leiser. Ich weiß ja nicht, wie laut das für euch ist. Aber ich will ja, dass ihr mich auch hört. Ich will nicht die Aufnahme nochmal neu starten müssen. Hallo. Ich gehe einmal ums Schild herum, weil ich es kann. Onet Bücherei. Lest mehr Bücher. Nein. Ach, cool. Das ist wie GTA in 2D, 2,5D. In der Bücherei kannst du viel lernen. Ich habe viele Infos über Earthbound gesammelt. Du kannst umsonst Karten ausleihen. Ah, du hast viele Sachen über Earthbound erfahren. Das ist das Spiel. Aber ich stehe vor unserem versteckten Spiel. Kannst du übernehmen? Schmierer stehen ist jetzt mein Job. Aha. Sieht so aus. Ja. Sehr geheim, wenn du es den anderen sagst. Also, ich sag nichts. Bücherei. Bücherei. Reden. Hi. Kinder können hier nur Karten ausleihen. Möchtest du eine? Hier hast du eine Karte. Onet ist nicht als einziges darauf. Auf der Karte sind sämtliche Infos aus. Ach so, ich hab's so gedacht, so Spielkarten wie bei Uno oder so. Aha, keine Ahnung. Außer Infos, die nicht drauf sind. Drücke den X-Knopf, um die Karte aufzurufen. Wie praktisch. Du weißt schon, der X-Knopf, das ist der blau. Name erhält Stadtkarte. Du bist so lustig. Ich will dich heiraten. Da ist GLP. Okay. Am Riesenfuß lebt ein Monster, das den Ort vor der Außenwelt verteilt. Meine Stimme ändert sich jetzt zu dieser. Niemand weiß, wann das Monster den Riesenfuß für sich beansprucht hat. Ob es wohl stärker ist als meine Frau? Ich glaube nicht, deine Frau. Ich hoffe. Ja, keine Ahnung. GLP. Ein Mann weniger Worte. Es ist sinnlos, jetzt mit ihm zu reden. Ja, scheint auch sehr schüchtern zu sein. Wir gehen auf die Mädchentoilette. Sprich mich nicht an. Ich denke nach. Das ist am Mädchen. So, nochmal. Sprich mich nicht an. Ich denke nach. So, besser. Nein, ich bin hier drin. Achso, ich hab gedacht, ja. Nein, ich bin hier drin. Komm nicht rein. Besonders nicht, wenn du eine Toilette suchst. Aber. Und wer bist du, mein kleiner Kerl, da? Ich kann nicht glauben, ihn gesehen zu haben. Ich schaute aus dem Fenster und da war er und flatterte vorbei. Ich habe ihn bisher nur in Lexikas gesehen. Was es war? Ein magischer Schmetterling. Wenn du dich einem näherst, fliegen alle deine Sorgen davon. Wie ein flatternder Schmetterling. Jap, jap. Das macht der magische Schmetterling. Ich rede so gerne über ihn. Ups. Entschuldige meinen Ausbruch. Ich vergesse alles um mich herum bei diesem Thema. Streber. Ich untersuche den Riesen. Warte. Ich untersuche den Riesenfuß. Er liegt nordwestlich von Onet. Ich hörte, er besitzt große Kräfte. Aha. Und warum seid ihr in einem Raum, wo nichts drin ist, außer Schulbänke, aber ohne jegliche Art von Schule? Nein, ich will nicht nochmal mit dir reden. Ich wollte durch das Fenster schauen. Aha, eine Klasse ohne Tafel oder Raum für einen Lehrer oder irgendwas. Okay. Ja, ich glaube, diese Folge lang, also die nächsten paar Folgen werden wir nur die Stadt erforschen. Weil ich mag das. Seit kurzem spüre ich die Anwesenheit von UFOs über der Stadt. Oder träume ich nur? Ich weiß es nicht. Finde du es heraus.
ich las ein Buch mit dem Titel Unsere angenehme Gesellschaft. Achso, ich las. Ich kann heute nicht lesen. Darin steht, dass unsere moderne Gesellschaft verlangt, dass in jedem Hotel und jedem Supermarkt ein Geldautomat stehen muss. Allein das zu wissen ist angenehm. Ich bin froh, dieses Buch gelesen zu haben. Ich kann nicht glauben, dass ich ohne dieses Wissen leben musste. Ich muss prüfen, ob wir in unserem Supermarkt auch einen Geldautomaten haben. Ja, deine Hobbys sind toll. Also, Bücher über Kreditkarten und wo sie sein dürfen, lesen. Ich las ein Buch namens Unsere Gesellschaft ist angenehm. Da stand das jedes... Ach, ich sag nur das Gleiche. Die hat auch keine Hobbys. Gott. Achso, ich habe auch gelernt, dass grüne Telefone 1 Euro kosten, während die schwarzen umsonst sind. Wenn man das nicht weiß, dann könnte man sämtliches Geld dort Telefonate von ihr lernen. Ich bin froh, dieses Buch gelesen zu haben. Ja, du hast so eine Stimme. Weil ich es weiß. Lass du mich bitte... Du verarschst mich doch. Danke. Lass mich da nicht durch die Tür. Ich Sau. Da ist der Domina. Ich lerne für den Test morgen. Ach so, eine lernende Domina. Das Thema sind Spiele. Hotelregel, schläfst du in einem Hotel, wachst du mit vollem HP und PP auf. Wiederbelebungsregel. Wirst du wiederbelebt, erhältst du volle HP, aber 0 PP. Ich glaube, das kommt im Test vor. Aha, die lernt über das Spiel und gibt uns Informationen. Du, Ruhe. Nein, ich will mit dir reden. Ich ärgere dich jetzt so lange, bis du mit mir redest. Okay, geht nicht. Können wir da... Hier ist alles in Ordnung. Ja, Bücher sind nie in Ordnung. Tut mir leid, aber das stimmt. Okay, dann gehen wir raus. X. Ach. Cool. Cool. Okay, da gibt's viel zu erforschen. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, als ob ich GTA 5 erforschen würde, die ganze Map. So. Hallo, was bist denn du? Reden. Ich bin kein Gegner. Ich bin nur ein einfacher. Ich bin nur ein einfacher herumwühlender Maulwurf. Hättest du gerne einen Hinweis über das Bekämpfen von Feinden? Ja. Hör mir genau zu. Mein Tipp involviert, in welche Richtung du schaust, wenn ein Gegner dich berührt. Wenn du Gegner von hinten oder von der Seite angreifen lässt, können sie einen zusätzlichen Eröffnungsangriff erhalten. Wenn sie dich so berühren, wird dein Fernseher... Nein. Ich meine, die Welt vor dir einen roten Wirbel zeigen. Aha! Die wissen alle, dass ich gerade das Spiel spiele. Die wissen, dass sie in einer Spielwelt sind. Okay. Wenn du jedoch einen Gegner von hinten oder von der Seite berührst, erhältst du einen zusätzlichen Eröffnungsangriff. Ist dieser Fall, dann wird dein Fernseher... Ups, schon wieder. Die Welt vor dir einen grünen Wirbel anzeigen. Was ich sagen will ist, kämpf immer so, dass du einen Vorteil hast. Aha. Aha. Dann greifen wir mal die Krähe da. Abscheuliche Krähe. Attacke! Auf abscheuliche Krähe. Versucht etwas zu scheren, scheitert aber kläglich. Attacke! 20 HP Schaden bei abscheuliche Krähe wurde zahm. Sieg! Okay, die Gruppe erhält 3 Erfahrungen. Der Gegner hinterlässt ein Geschenk. In diesem Geschenk liegt Keks. Name nimmt es mit. Lecker. Okay. Was ist das? Riesenfuß. Norden auf dem Gipfel des Berges. Gefahr. Betreten verboten. Was ist da? Da ist nichts. Nein. Hallo? Ich hörte, ein großer Fußabdruck ist auf dem Berg hinter der Hütte. Ich habe ihn aber nie selbst gesehen. Es ist nur ein Gerücht. Dann Hütte der Animateure. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die Tür ist abgeschlossen.
Hau ab! Betreten verboten. Aha. Die könnten das auch höflicher ausdrücken. Aber ich meine ja nur. Aber. Die, aber. Das ist gemein. Ja. Ich finde. Burgerbude. Supermarkt. Ja, da so. Die Blumen im Garten repräsentieren die Blumen in deinem Herzen. Behandle beide gut. Ich habe Blumen in meinem Herzen. Ich bin kein Biofreak. Der Supermarkt ist im Osten. Osten ist gegenüber von Westen. Danke für den hilfreichen Tipp. Ich glaube, das wird kleinen Kindern gut helfen. Ein Mädchen namens Fiona lebt in Tucson. Ihre Mutter betreibt bei sich daheim eine Vorschule. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen der Schule, aber ich hörte, Fiona ist sehr besonders. Warum? Ich vergaß zu fragen. Naja, vielleicht hat sie Superkräfte. Gleich so wie wir. Hier ist alles in Ordnung. Aber von der anderen Seite. Ja, hier ist auch alles in Ordnung. Was ist da? Willkommen im schönen Ort, die Wildblume Eaglelands. Okay, du bist eine Wildblume. Eine wildgewordene Blume. Ja. Sowas in der Art. Wenn du Zeitungen verkaufst, hau ab. Wir lesen keine Zeitung. Wir wollen auch keine Milch. Ja, wir wollen dir... Nein. Ich will dir weder eine Zeitung noch Milch andrehen. Aber, na gut, lass du mich trotzdem nicht ran. Ich bin ein guter Freund von dir. Aber du weißt es nicht mehr. Weil du Amnesie hast. Und AIDS. Ja. Ich komme aus der weit, weit, weit entfernten Nachbarschaft. In der Stadt stehen die, wie heißt sie gleich, Polarstern-Vorschule. Die Vorschule ist Fionas Haus. Fiona beherrscht, wie heißt es, Magie. Oh, deshalb ist sie besonders. Interessant. Okay, dann suchen wir mal Fiona. Fiona! Wo bist du? Da? Ah, das ist recht voll. Also, ich werde da nicht auskommen. Dann gehen wir mal zu der Vorschule. Wo ist denn die? Wo? Im Osten? Ach, alte Oma, helfen. Helfen. Nein, nicht. Wird einer deiner Freunde bewusstlos, solltest du ihn im Krankenhaus besuchen. Frage einfach die Rezeptionistin und sie wird ihn entlassen. Es ist schön daran zu denken. Aber es ist auch okay, wenn du es vergisst. Ja, ist okay, meine Freunde im Krankenhaus zu vergessen. Was ist denn das? Das Rathaus? Ach toll. Gehen wir da jetzt rein? Ja, wir gehen da jetzt rein. Ist das der fette Bürgermeister? Es gibt immer einen fetten Bürgermeister. Es gibt viele Schlangen und wilde Hunde rund um Ende. Lässt der Bürgermeister sie einfach machen, was sie wollen? Ich protestiere hier. Aha. Steckst du fest, wenn du einen Tipp willst, komm und hol ihn dir. Eaglelands-Tipp-Gemeinschaft. Ja, ihr habt gerade ehrlich gesagt keine Lust, ins Rathaus zu gehen. Ich weiß, ihr habt gesagt, ich will es erforschen. Aber das machen wir später, damit die Folge nicht zu lang wird. Ich will erst da in die Vorschule. Würde aber auch gern... Was ist das? Hallo? Ich will gern mit dir reden. Kann ich mit dir reden? Ach, das Auto kann nicht weiterfahren. Darum kann das Auto nicht weiterfahren. Ich hab grad gedacht, der schiebt das so oder irgendwas. Burgerbude. Ja, schau mal rein. Lesen. Hier ist alles. Ah, ich dachte, das ist das Schild. Tja. Okay. Hallo. Glaubst du nicht auch, dass ein 14 Euro nahrhafter ist als ein 8 Euro Pommes? Du fühlst dich besser und energiereicher, wenn du besser isst. Du weißt schon, du regenerierst mehr HP, wenn du teures Essen isst. Ja, ja, natürlich. Man wird nicht fett und unbeweglich, man heilt sich, ja. Ja. Hier bin ich viel entspannter. Niemand fragt hier. Hätten Sie gerne Pommes dazu? Ach. Scheint so, als wäre ich immer hier. Ich hoffe, es stört dich nicht. Okay. Sieht man eine Vorfigur? Deutsch. Name wühlt im Mülleimer herum. Nun mal sehen. Darin findest du Hamburger. Ne, Name nimmt es mit.
Ich will keinen Hamburger von... Ich will keinen Hamburger vom, Mülleimer. Wo ist denn die Schule? Ist das die Schule? Links oben? Ich weiß es nicht. Aber er hat doch gesagt, im Osten, oder hat er es nicht gesagt? Weiß ich nicht. Du siehst so ratlos aus. Alles in Ordnung? Nein. Ja, ja, lass mich. Danke. Ich sah irgendwas. Was ist da oben? Ein riesiges Schild. Beziehungsweise ein weiteres riesiges Schild. Okay. Dann schaue ich mal offline, also ohne Aufnahme, weiter nach, wo das Haus sein könnte, was wir suchen, die Vorschule. Und ich bin dann bei der nächsten Folge wieder da. Oh, du wieder da. Die Straße ist wieder gesperrt. Das ist dann ein Weg zum Ruhm. Ja, ja. Die sperren alles. Was zum Teufel? Okay, die bekämpft man noch. Skatepunk. Der hat ausgeschaut wie diese komischen... Ja, egal. Diese Henker. Ja, egal. Egal. Au! 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 Genau! Er tötet mich einfach fast. Ist er tot? Ja! Wir haben einen Skatepunk gezähmt. Das Angriff steigt um 2, Verteidigung steigt um 2, Tempo steigt um 1, Mut steigt um 2, Glück steigt um 2, maximale HP steigen um 3, maximale PP steigen um 1. Name erlernt die Macht von Hypnose. Okay. Ach, wir können auch mit Hochleveln Sachen bekommen. Okay. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.